Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Obwohl mein letzter Vlog so ein bisschen langweilig war meines Erachtens nach, ist er total gut bei euch angekommen und ihr habt so unendlich viele Kommentare geschrieben. Ich habe mich mega über die Kommentare gefreut und ich dachte, ich mache jetzt öfter so Alltagsvlogs und hier kommt so ein Alltagsvlog. Und heute steht nichts Besonderes an. Ich habe heute wahrscheinlich Tennistraining, also vielleicht, es regnet ein bisschen, deswegen mal schauen. Und dann backe ich vielleicht noch Kekse, aber vielleicht backe ich auch keine Kekse, sondern irgendwas anderes, deswegen. Das ist jetzt das Rezept für alle, die es screenshotten möchten. Ich habe es auch schon in meinem Selbstexperiment, wo ich 30 Tage vegan war, gezeigt. Aber hier habt ihr es nochmal. Und jetzt muss ich die Küche ein bisschen aufräumen. Ich habe einen Teil der Kekse wieder eingefroren. Und diese werde ich später backen im Ofen. Also nach dem Mittagessen, dass sie halt schön frisch sind. Ich habe es nicht wirklich geschafft, mich für die Schule zu motivieren. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt ein Video zu schneiden. Wie man sehen kann, habe ich das schon fast fertig geschnitten. Also der Grobschnitt ist schon fertig. Ich muss nur noch den Feinschnitt machen. Zum Beispiel Musik hinzufügen oder kleine Szenen irgendwie ranzoomen. Und dieser Vlog wird nach dem Video online kommen. Also erst das Video, dann der Vlog. Oh, ein Hubschrauber fliegt über meine Stadt. Kann man das sehen? Ich habe die Kekse jetzt gebacken, so sehen die aus. Ich habe sie leider ein paar Minuten zu lange drin gelassen, deswegen sind sie so ein bisschen brauner geworden, als ich wollte. Aber eigentlich schmecken sie trotzdem, sie sind halt ein bisschen knuspriger. Ich mag sie soft ein bisschen lieber. Und jetzt essen wir Mittag. Es ist zwar schon 4:30, aber trotzdem. Also zum Mittag essen wir einfach Brot und ein bisschen Gemüse. Und zum Brot esse ich solche Pasten. Also die ist mega lecker und die ist auch total gut. Ich habe jetzt eine Stunde Tennistraining und danach spiele ich noch mit einer Freundin ein bisschen Tennis. Ich glaube, ich bin ein bisschen kalt angezogen, weil ich glaube, es ist gar nicht so warm draußen. Aber egal, mir wird schon warm. Und ja, das ist mein Tennis-Outfit. Ganz normal, wie immer eigentlich. Ich habe immer diese Hose an und beim Shirt ziehe ich meistens irgendwie das an, was ich am Tag anhatte. Und dann kann ich es danach in die Wäsche tun. Noch kurz Lichterketten ausmachen und dann kann ich los. Das Shirt, das ich gerade zum Tennis anhatte, ist übrigens nicht ein original Ralph Lauren Shirt, wie ihr vielleicht dachtet oder vielleicht auch nicht dachtet. Auf jeden Fall ist es von Shein. Ich habe das auch noch in weiß und ich habe das bestellt, weil ich die dort gesehen habe und die testen wollte. Also einfach sehen wollte, wie original die aussehen quasi. Und ich finde, bei diesem weißen Shirt sieht das Zeichen schon echt gut aus. Also es ist gut verarbeitet, die Stickerei. Bei dem dunkelblauen Shirt ist es auch gut von weit weg. Erkennt man das nicht und auf Bildern sowieso nicht. Aber wenn man genau hinschaut oder vielleicht sogar das Zeichen daneben hält, sieht man das auf jeden Fall. Bei dem Weißen, wenn man das Zeichen daneben hält, das echte, sieht man das natürlich auch. Und wie gesagt, sind von Shein. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Der ist immer noch gültig. 15% bekommt ihr mit dem. Und der lautet Leonie Forever 15. Und ja, aber nur auf Bestellung ab 49 Euro. Wir essen jetzt Abend und zwar gibt es diese Nudeln hier mit einer Champignonsauce. Und die sind von Barilla, die Nudeln, und die sind richtig gut. Barilla ist übrigens die einzige Marke, die ohne Plastik ist, also die Nudeln nicht zweifach verpackt. Dankeschön. Good morning, wir frühstücken jetzt. Wir frühstücken jeden Morgen eine Schale Obst, also das ist jetzt Mango, Banane und Erdbeere, noch irgendwas. Pfirsich noch. Danach essen wir Brot und so und da gibt es noch Aufstriche. Und natürlich Tee und dann so ein Pulver gemischt mit Mandelmilch. Super lecker, sage ich euch. Nein, ist gar nicht lecker, aber es ist gesund, also trinken wir es. Meine Eltern finden es lecker. Hallo, wir haben gerade gefrühstückt und ich habe gerade einfach so gesehen, dass wir 8000 auf YouTube sind. Nur zum Festhalten für mich, wenn ich diesen Vlog irgendwie in ein paar Jahren nochmal anschaue. Heute ist der 30. Juni 2020. Ja. Hier kann man das nochmal sehen, wenn es fokussiert. Ja, ich glaube, das ist sogar fokussiert. Genau. Also mega cool. Danke, danke, danke. Ich freue mich total. Und ich frage mich immer, wie Leute so auf meinen Kanal kommen. 8000 Leute ist super schwer vorstellbar. Auch bei manchen Videos, die irgendwie von 50.000 Leuten angeschaut werden, da frage ich mich auch immer so. Also eigentlich müsste die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, den ich auf der Straße, wenn ich in München bin, treffe,
mein Video gesehen hat, eigentlich müsste diese Wahrscheinlichkeit relativ hoch sein, sodass, wenn ich an einem Tag in München bin, dass ich mindestens eine Person treffe, die zumindest mein Video gesehen hat. Ob die mich ansprechen würde, ist ja die zweite Frage, weil wahrscheinlich nicht. Weil wenn mein Video zum Beispiel 50.000 Mal angeschaut wird und wir haben in Deutschland 80 Millionen Menschen, oder? 80 Millionen, glaube ich. Von 1 Million Menschen wären das dann jeder 20. Von 80 Millionen Menschen wäre es also jeder 160.000. Okay, jetzt habe ich mich verrechnet. 20 mal 80. Jeder 1600. Mensch. Also jeder 1600. Mensch, der in Deutschland lebt. Ich sollte Englisch machen, aber stattdessen bemale ich einen Stein für so ein Projekt. Da möchte ich Danke drauf schreiben. Habe ich gemacht mit so einem goldenen Stift und dann ist der irgendwie ausgelaufen, auf den ganzen Stein gelaufen, müsst ihr euch vorstellen. Also auf diese ganze Hälfte hier. Dann musste ich das richtig schnell wegwischen. Ich hatte so Angst. Dann habe ich mit dieser Acrylfarbe hier den Stein nochmal neu bemalen müssen. Also den ganzen Teil hier. Jetzt muss ich wieder warten, bis es trocknet. Und es ist so eine Never-Ending-Story gefühlt, weil das braucht halt so 2 Stunden zum Trocknen. Ich muss den Stein aber bis in 1,5 Stunden schon abgegeben haben. Da muss ich auch noch hinfahren. Und das stresst mich gerade, obwohl mich ganz andere Dinge stressen sollten. Zum Beispiel Schule. Zum Beispiel Englisch so. Und vielleicht trocknet es ja in der Sonne ein bisschen schneller. Ich stelle es einfach mal in die Sonne, glaube ich. Mit ein bisschen Glück trocknet es jetzt schneller. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich finde, es ist schon ein kleiner Fail geworden wegen dem K. Also weil da schon das Silber so ein bisschen weg ist, wie man sehen kann. Oder auch nicht, wenn man es nicht weiß. Ich fange jetzt mal mit Französisch an, danach mache ich Mathe, wobei ich wahrscheinlich Mathe erst morgen machen werde, weil ich, also es ist jetzt gerade 16:30 und um 16:45 habe ich Taekwondo-Training. Heute ist es auch nicht so warm wie sonst, also ich glaube heute hat es nur so 25 Grad und sonst hat es irgendwie fast 30. Also ich glaube heute ist es ein bisschen angenehmer als sonst und ich glaube es ist auch ein bisschen windig, hoffe ich zumindest. Also die Sonne scheint auf jeden Fall schon, aber trotzdem. Nach dem Training gehe ich dann zu meinem Freund, dann gehen wir wahrscheinlich noch in den Pool und so. Und morgen gehe ich dann mit einer Freundin in den Park und wir singen dann auf so einer Parkbank und ich spiele ein bisschen Gitarre und darauf freue ich mich schon mega. Also ich wohne ja in so einer Kleinstadt und hier ist es relativ untypisch, dass Leute irgendwie in der Öffentlichkeit musizieren. Deswegen ist es sowas voll Neues und Menschen werden bestimmt komisch schauen, aber ich glaube, das ist voll schön. Und ich bin mega gespannt. Also wir werden es nicht groß aufziehen mit Mikrofon oder so oder mit so einem Sammelkorb oder so. Also das werden wir alles nicht machen. Wir werden uns einfach hinchillen und singen. Aber, also einfach, weil es uns Spaß macht. Aber trotzdem, also werden uns ja Leute hören und so. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Was ich euch noch zeigen wollte, war ein Thumbnail, das so viel Arbeit war. Ich habe wirklich lange rumgebastelt daran. Und das Resultat zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das dieses Thumbnail hier. Das sieht jetzt vielleicht für euch gar nicht so aufwendig aus. Aber ich habe tatsächlich immer aus diesen ganzen Szenen Screenshots machen müssen, also wo ich die Sachen getragen habe. Dann musste ich die so einzeln ausschneiden, also zum Beispiel so und so. Und dann musste ich das alles so schön zusammenfügen, dass es ein schönes Bild ergibt. Also so. Das hier musste ich auch übrigens noch ausschneiden, also mich und Pauline. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, damit ihr so mal sehen könnt, wie viel Arbeit hinter so einem Thumbnail eigentlich steckt. Weil ich finde, das wird manchmal ein bisschen unterbewertet. Also man sieht es und es spricht einen auch an, aber man schaut sich es nicht so lang an. Also man vergisst es immer, dass es so viel Arbeit ist und deswegen, ja, genau. Ich glaube, ich werde diesen Vlog jetzt auch schon wieder beenden. Wie immer kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie lang der Vlog geworden ist, aber das sage ich, glaube ich, am Ende jedes Vlogs. Ich glaube aber, der ist nur so 5 Minuten geworden, weil ich echt gefühlt nichts gefilmt habe. Also ich habe so ein paar Mal mein Essen gefilmt und ein paar Mal so kurze Sachen, aber nichts Langes. Also ich glaube auch irgendwie nicht, dass jedes Video gleich lang werden muss. Ich finde es okay, wenn Vlogs mal ein bisschen kürzer sind. Und ja, was ich noch ansprechen wollte, was ich so, so, so cool finde, Videotage. Ich würde so, so gern einen Videotag oder 2 Videotage machen, aber ich weiß einfach, dass ich es nicht schaffen würde. Weil mich das innerlich so stressen würde, wenn ich so einen Videotag hätte. Und ich möchte halt immer, dass das Ganze mit YouTube so ohne Druck passiert und ich mir nicht Stress machen muss, weil ich einfach möchte, dass es mir weiterhin Spaß macht. Und wenn ich mich so stressen würde, würde es vielleicht nicht mehr so viel Spaß machen. Also davor habe ich Angst.
Und ich möchte YouTube halt noch ganz, ganz, ganz lang machen. Und deswegen wäre es voll schade, wenn ich daran den Spaß verlieren würde. Aber auf jeden Fall werde ich wirklich versuchen, aktiver zu werden. Also ich versuche es schon und ich versuche wirklich jede Woche ein Video hochzuladen. Oft klappt es nicht, aber ich gebe mein Bestes. Also wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt oder Themen, über die ich reden kann, auch in Vlogs oder so, weil Vloggen tue ich richtig gern momentan, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch irgendwas anderes noch einfällt, könnt ihr es auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und auch wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Kommentar von euch freuen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!